Hallo Leute und willkommen zur Vlog Nummer 139. Mal wieder zu später Stunde. Dafür aber mit einer ganz, ganz besonderen Einladung und einem Thema, das euch hoffentlich trotzdem interessiert. Wenn ihr das seht, ist es ja sowieso morgens oder mittags oder nicht um 4 Uhr morgens jedenfalls. Wahrscheinlich ist die Einladung, von der ich euch gleich berichte, eher für die Berliner und Brandenburger interessant. Falls ihr aber am Wochenende in der Region sein solltet, dann gilt das selbstverständlich auch für euch, soweit ich das mitbekommen habe. Und ich glaube, das ist eine interessante Sache, denn wahrscheinlich habt ihr es schon mitbekommen, wir haben ja aktuell mal wieder Berlinale in Berlin. Ihr wisst das Filmfestival, was gefühlt andauernd stattfindet. Ich glaube, realistisch ist das ein- oder zweimal im Jahr, einmal im Jahr, ist auch vollkommen Wurst. Fakt ist jedenfalls, der Chef der Berlinale, der, ich glaube, Dieter Koslik heißt und das jetzt zum letzten Mal veranstaltet und danach seinen Nachfolger übernimmt, lädt alle Mitglieder der AfD, also mit Mitgliedsausweis oder Abgeordnete, das sind ja automatisch auch Mitglieder, ist ja klar, zu einer Filmvorführung am Sonntagabend ein, um 22.30 Uhr leider. Und das ist so ein bisschen der einzige Haken, den ich daran sehe, denn das ist sehr, sehr spät. Und ich weiß auch gar nicht, wo das ist. Das müsste ich mal noch recherchieren, denn ich würde mir das gern anschauen. Aber ich schwank noch so ein bisschen wegen der Uhrzeit. Wahrscheinlich gehe ich hin. Der Film, der gezeigt wird, handelt von einem Geheimarchiv im Warschauer Ghetto zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Ist wohl so ein bisschen im Dokumentationsstil gehalten. Und ich persönlich habe mich jetzt über den Film noch gar nicht so weiter schlau gemacht. Denn ich finde das immer schade, vor einem Film ja alles schon im Vorfeld gelesen zu haben, dann muss ich es auch nicht mehr schauen. Und ich beurteile Filme auch lieber selbst. Also wenn ich jetzt Kritiken lese, die entweder gut oder schlecht sind, dann geht man ja da oft schon mit einem gewissen Vorurteil rein, was ich dann doch lieber erst im Nachhinein erfahre, sagen wir es so. Die Eckdaten sind, wie gesagt, für euch nochmal kurz zusammengefasst. Sonntag um 22.30 Uhr. Wo werde ich euch noch mitteilen. Und wenn ihr einen Mitgliedsausweis der AfD habt, kommt ihr kostenlos rein. Ich denke, der Film könnte sich lohnen, gerade wenn man wie ich ein Fan von historischen Produktionen ist. Ich erwarte da jetzt keine High-End-Produktion. Es ist wahrscheinlich eher ein bisschen einfacher produziert, dafür mit Sicherheit sehr, sehr gut und informativ gemacht. Und aktuell ist es bei mir auch schon wieder so, ich schaue gerade sehr viel YouTube. Ich habe mir auch heute erst wieder ein paar Reportagen angeschaut. Ich bin da doch ein kleiner Fan von. Von daher vermute ich, dass das ein spannender Abend werden kann. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn vielleicht einige von euch vorbeischauen. Man kann sich da auch gerne noch ein bisschen austauschen zum Film oder einfach über Gott und die Welt quatschen. Das bietet sich ja an bei so einem Event. Ich weiß allerdings auch, dass einige von euch die Einladung vermutlich eher negativ sehen werden. Und da möchte ich kurz mit euch drüber reden, denn da gab es ja schon einige Reaktionen aus dem Bundestag, glaube ich. Einige Abgeordnete hatten sich da schon zu Wort gemeldet. Ich habe auf Facebook schon ganz, ganz viele empörte Reaktionen mitbekommen, denn natürlich hat der Berlinale-Chef diese Einladung ja nicht aus Nächstenliebe ausgesprochen. Ich muss allerdings vorher noch sagen, ich freue mich wahnsinnig darüber, denn ich hätte mir persönlich definitiv kein Berlinale-Ticket gekauft. Denn einerseits ist es ja eine gewisse Preisfrage. Als Student überlegt man sich das zweimal, da schaue ich doch lieber online. Und andererseits überzeugen mich deutschsprachige Produktionen in der Regel nicht ganz so sehr. Ich habe jetzt im Programmheft gesehen, dass der Film wohl in den USA gedreht wurde. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, wie ich finde. Dazu aber nachher noch kurz was. Von daher lasse ich mich überraschen. Aber die Motivation, da nun Geld in die Hand zu nehmen und aktiv mir da Tickets zu kaufen, war da doch eher gering. Von daher ist die Einladung für mich eine super Sache. Ich finde das verdammt nett. Ich will mich da auch in aller Form bei dem Herrn Koslik dafür bedanken. Denn kommt ja nun auch nicht jeden Tag vor, dass der Chef der Berlinale sagt, er übernimmt die Ticketkosten, sofern man seinen Mitgliedsausweis vorzeigt. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Warum auch? Zur Kritik von euch. Na klar, das Ganze ist vermutlich eher als Provokation gedacht, das unterstelle ich mal einfach so. Aber ich finde es immer schade, wenn man darauf anspringt. Warum muss man sich darüber aufregen? Wenn man es doof findet, dann geht man halt nicht hin. Und na klar, das ist eine gewisse Form der Diskriminierung. Ich finde allerdings eine positive Diskriminierung, denn gut, für alle anderen ist es fies, die müssen zahlen.
Aber nur weil man Mitglied einer Partei ist, darf man sich kostenlos einen Kinofilm auf einem Filmfestival anschauen. Das ist eine tolle Sache, muss ich sagen. Und wenn der Film dann vielleicht auch noch gut ist, was ich natürlich erst am Sonntag beurteilen kann, dann denke ich, dass das gut investierte 90 Minuten sind. Auf Kosten, die man selbst nicht tragen muss. Also für mich spricht da nichts dagegen, diese Einladung dankend anzunehmen. Einige von euch sehen das wahrscheinlich ein Stück weit anders. Aber wenn man bedenkt, was das vermutlich bezwecken sollte, denn natürlich, es gab eine Riesenwelle der Empörung, es gab sehr viel Aufmerksamkeit nach dieser Einladung. Viele Medien haben darüber geschrieben und die Diskussionen sind ein Stück weit hochgekocht in den sozialen Netzwerken. Ich habe mich da so ein Stück weit gefragt, was das denn bringt. Denn einerseits macht man genau das, was vermutlich auch Ziel dieser Aktion war. Man regt sich über etwas auf, man ist wütend, man vergreift sich vielleicht im Ton, was weiß ich. Aber man lässt sich auch ein Stück weit vorführen. Und das finde ich ehrlich gesagt doch sehr, sehr schade, denn das müsste nicht sein. Warum muss man sich denn immer über alles aufregen? Kann man sich nicht einfach mal über was freuen? Ist doch vollkommen egal, ob das gut gemeint ist oder nicht, ob die Person das nun aus reiner Freundlichkeit getan hat oder doch eher mit anderen Hintergedanken. Das Ergebnis ist ein für mich persönlich eher gewinnbringendes, für euch, wenn ihr hingeht und einen Mitgliedsausweis habt, mit Sicherheit auch. Ob ihr den Film nun mögt oder nicht, ist ja vollkommen egal. Deshalb würde ich doch mal appellieren, dass man das Ganze gelassen sieht, dass man das Ganze positiv auffasst und sich einfach mal freut, dass man persönlich vom Berlinale-Chef zu einer Vorführung eingeladen wird. Und gerade wenn ich mir die Kommentare unter den Beiträgen in sozialen Netzwerken oder den Medien durchlese, dann ist mir da eine Sache ganz massiv aufgefallen, die ja ein Stück weit eigentlich schon eher kontraproduktiv zu sehen ist. Denn viele Leute sind aufgrund ihrer Wut fast schon, weil sie sich natürlich vielleicht ein Stück weit angegriffen fühlen. Ich weiß allerdings nicht, wieso. Ich verstehe den Gedankengang, aber ich kann ihn nicht nachvollziehen. Und dadurch schreiben sie vielleicht in Tonfällen oder mit Formulierungen, die sie nicht unbedingt benutzen würden, wenn sie nicht aufgebracht wären. Natürlich, jeder muss sich im Griff haben. Das gilt auch dafür, wenn man sich gerade aufgeregt hat. Das ist keine Entschuldigung, da rumzupöbeln oder irgendwen zu beleidigen, in keinster Weise. In solchen Situationen tritt das aber vielleicht noch ein bisschen häufiger auf, als es unter normalen Umständen der Fall wäre. Und das liefert natürlich auch wieder Stoff, über den sich gewisse Leute oder Gruppierungen oder Medienvertreter dann wunderbar hochziehen können, wo sie dann wieder irgendwelche Skandale interpretieren können oder zurechtbiegen können, ich weiß es nicht. Also eigentlich macht man, wenn man sich über sowas aufregt, genau das, was sehr viele Leute doch sehr gern provozieren wollen würden. Ich sage nicht, dass der Berlinale-Chef das will, aber sehr viele Vertreter anderer Parteien oder Medienvertreter oder was weiß ich für Gruppierungen nehmen das doch dankend hin, wenn sich Leute wegen solchen Banalitäten öffentlich bepöbeln und dann heißt es wieder, ja, ihr kennt das ganze Spiel. Deshalb halte ich es für viel sinnvoller, einfach einen schönen Abend zu haben, sich in aller Form anschließend zu bedanken. So wie ich das bisher einschätze, gibt es mit Sicherheit auch eine anschließende Diskussionsrunde oder ich würde zumindest es nicht ausschließen, dass es das gibt. Also für alle, die so ein bisschen fast schon streitsüchtig sind, will ich es fast nennen, natürlich auf Debattenebene, auf sachlicher Ebene, kann da vielleicht auch noch eine spannende Diskussion angehangen werden. Ich weiß es nicht, das wird man sehen. Vermutlich wird auch irgendjemand wieder da sein, der mit irgendwelchen, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. Ihr habt das wahrscheinlich alle mitbekommen. Bei der Gedenkfeier im Bayerischen Landtag hat sich ja die liebe Frau Knobloch oder wie sie hieß, beziehungsweise wie sie heißt, wunderbar im Ton vergriffen. Was damit endete, dass einige Abgeordnete vollkommen berechtigt während ihrer Redezeit den Saal verlassen haben. Da habe ich ja schon drüber geredet. Das hat ja einen eigenen Vlog. Das müssen wir nicht nochmal aufgreifen. Und ich würde fast
vorhersehen, so mit meiner Glaskugel, die ich nicht habe, dass irgend so ein Vertreter von wem auch immer am Sonntag auch das Wort an die Zuschauerschaft richten wird und wahrscheinlich auch versuchen wird zu provozieren. Und ich prophezeie weiterhin, dass es auch einige geben wird, die darauf anspringen, was ich sehr, sehr schade finde, wie gesagt. Das kann man aber wunderbar umgehen, würde ich es fast meinen, indem man einfach vorher damit rechnet, dass das Ganze stattfindet, sich selbst sagt, dass das völliger Bullshit ist, was erzählt wird und so ein bisschen auch dafür Sorge trägt, dass man das überhaupt nicht persönlich nimmt. Denn da sind fremde Leute, die da erzählen, beziehungsweise die eventuell erzählen und deren Meinung kratzt mich persönlich in keinster Weise, denn ich weiß ja, dass der größte Teil davon Bullshit ist, also das dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne anders sehen. Aber ich hoffe, ihr könnt meinen Gedankengang da so ein bisschen nachvollziehen und auch so ein bisschen nachempfinden, warum ich mich freue über diese Einladung und auf diese Filmvorführung und auch über eine anschließende Diskussion. Das Thema an sich ist natürlich sehr, sehr ernst. Und wir hatten ja auch, beziehungsweise ich hatte ja ein Video zum Gedenktag vor knappen zwei Wochen gemacht, das hatten ja einige von euch auch kritisiert von wegen, es wäre immer nur das Gleiche und alle wollen den Schuldkult heraufbeschwören. Mir persönlich geht es darum aber überhaupt nicht. Denn das, was passiert ist, das war schrecklich. Ich glaube, da gebt ihr mir alle recht. Und dass es nicht nochmal passieren darf, das steht absolut außer Frage. Und daran zu erinnern, ist was vollkommen anderes, als irgendwem einzureden, dass er Schuld daran hat. Ich will niemandem irgendeine Schuld einreden, ganz sicher nicht. Und ich persönlich fühle mich auch in keinster Weise schuldig. Das hatte ich ja auch schon mit euch besprochen. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht dafür interessiere. Denn die Hintergründe interessieren mich sehr. Und generell ist das ja auch noch eine relativ junge Zeitgeschichte, die noch nicht so lange her ist, dass sie so abwegig ist, dass man es ohnehin nicht mehr greifen kann. Denn es gibt noch Zeitzeugen. Wahrscheinlich war auch jeder in seiner Verwandtschaft mehr oder weniger von den Geschehnissen damals betroffen, in welcher Form auch immer. Und das ist, obwohl es fast 100 Jahre zurückliegt, okay, 90 Jahre, doch eine Sache, wo es gewisse Schnittpunkte auch mit unserer jetzigen Realität gibt. Denn jeder, der mit seinen Großeltern gesprochen hat, der wird früher oder später Geschichten über die Zeit gehört haben. Und es ist einfach noch nicht so eingestaubt, wie beispielsweise das alte Rom, was mich persönlich zwar noch ein Stück weit mehr interessiert, aber was einfach viel schwieriger zu fassen ist. Deshalb finde ich die Geschichtsepoche keineswegs so langweilig, wie man es vielleicht denken könnte, wenn man nur die Schulbücher durchblättert. Denn das Ganze hat sehr spannende Aspekte, sehr grausame Aspekte, aber es verdient es auf jeden Fall, sich mal damit zu befassen. Und inwiefern der Film dazu beitragen kann, ich weiß es nicht. Das kann ein absoluter Missionierungsfilm sein, wo es wieder nur um dieses klassische A ist schuld, B ist nicht schuld, Opferrolle und so weiter geht, wird man sehen. Das kann aber auch eine runde Sache werden und ich würde sagen, wir tauschen uns über den Film am Sonntagabend mal ein bisschen näher aus. Ich hatte allerdings vorhin kurz angedeutet, dass ich generell nicht so der größte Fan von deutschsprachigen Filmproduktionen bin. Ich will das noch mit zwei, drei Worten näher ausführen. Und ich weiß, dass einige von euch das wahrscheinlich auch vollkommen anders sehen und meine Meinung da nicht unbedingt teilen. Ich begründe euch das aber. Denn was mich an deutschsprachigen Filmproduktionen oft stört, sind eigentlich im Wesentlichen drei Punkte. Zum einen sprechen mich die Protagonisten meist nicht an. Es gibt einzelne Ausnahmen. Ich habe auch Filme und Serien, die in Deutschland produziert wurden, die ich sehr gern schaue, aber das ist tatsächlich eher die Ausnahme und nicht die Regel. Und das beschränkt sich fast ausschließlich auf den Jugendbereich. Denn Jugendserien, so eigentlich für Teenager vorgesehen, die schaue ich mir oft sehr gern an. Gerade auch Jugend-Mystery-Serien, da gibt es einige, die mir gut gefallen. Aber was ernstzunehmende Filme angeht, da haben wir nicht ganz so viel zu bieten und vor allem auch nicht unbedingt Schauspieler zu bieten, bei denen ich sagen würde, die sprechen mich an, da kann ich mich irgendwie mit identifizieren. Das ist bei amerikanischen Produktionen anders, da sehe ich einen Film und ich habe in der Regel immer jemanden, den ich als Charakter so cool finde, dass ich da irgendwie mitfiebere, dass es mich interessiert, was diese Person tut und wie es am Ende ausgeht. Ich weiß, dass viele von euch
gerade Hollywood nicht unbedingt mögen, was ja doch auch immer in eine gewisse Richtung geht. Da wird dann immer die Welt gerettet, da ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und sowas. Aber gerade diese Grundstimmung in den Filmen, die gefällt mir sehr gut. Während mir die Grundstimmung in vielen deutschsprachigen Produktionen oder noch viel schlimmer französischsprachigen Produktionen oft nicht ganz so gut gefällt, weil das auf mich sehr oft sehr farblos wirkt. Also generell von den Farbschemen her, das ist irgendwie oft so gedeckt. Das vermittelt nicht dieses, ja, Lebensgefühl will ich es nicht nennen, aber wenn ich einen deutschen Film sehe, dann denke ich immer an irgendwelche depressive Leute, die da irgendwie ihre Alltagsprobleme bewältigen müssen. Und das ist jetzt auch kein Scherz, denn ich habe mir tatsächlich in den letzten Tagen auch wieder viele Filme angeschaut, habe da auch die ein oder andere deutschsprachige Produktion gesehen und mir ist aufgefallen, dass es sehr oft um die Probleme der Protagonisten geht. Die sind da irgendwie alkoholabhängig oder drogenabhängig oder irgendwie sonst zerkrachte Existenzen, ich weiß es nicht. Oft in einer Altersgruppe, die mich auch nicht unbedingt anspricht, denn wenn ich einen Film sehe, wo die Hauptperson eine Mit-40-jährige Dame ist, die in Friedrichshain-Kreuzberg einen Laden hat und eigentlich nur über ihre Männerprobleme da sinniert, dann das tangiert mich nicht. Also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das ist für mich ein Stück weit sinnbildlich für das deutsche Kino. Denn ich habe in den letzten Jahren wenig ernstzunehmende Filme, also Filme, die jetzt nicht auf den Kinder- oder Jugendbereich abzielen, gesehen, bei denen ich da irgendwie so fasziniert von war, dass ich gesagt habe, hey, die schaue ich mir ein zweites Mal an. Ich habe gestern und vorgestern die Edelstein-Reihe angesehen, also Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün. Und an sich muss ich sagen, es war nicht schlecht, man kann sich es anschauen, aber mir sind ganz viele Punkte aufgefallen, die fast schon ein Stück weit fremdschämend waren. Zum einen, die Schauspieler haben mich nicht ganz so überzeugen können, wie das die gleichaltrigen amerikanischen Vertreter können in der Regel. Das wirkte an vielen Stellen doch sehr, sehr, naja, nicht unbedingt ernst zu nehmen, sagen wir es so. Das war teilweise so schlecht gemacht. Ich sage jetzt nicht, dass die Schauspieler das schlecht gespielt haben, aber von dem ganzen Drumherum war das einfach, naja, ich sage da mal nichts zu. Die Kostüme wirkten auf mich oft wie Karneval, das habe ich auch sehr oft festgestellt in europäischen Produktionen, während die Amerikaner da einen Haufen Geld raushauen und das alles sehr detailliert und vor allem auch realistisch gestalten, also mit Vorlagen von 1800 irgendwas arbeiten, sehe ich es in deutschsprachigen Produktionen sehr oft, dass es auf mich wirklich nach Kostüm aussieht. Das finde ich auch ein bisschen schade. Und auch was Effekte angeht, da nehmen die Amis einfach ein Stück weit mehr Geld in die Hand. Die Spezialeffekte der deutschen Filme haben mich bisher auch noch nicht so sehr vom Hocker hauen können. Und ich weiß, das ist vielleicht auch ein Stück weit unfair und das kann man nicht pauschalisieren, aber wenn man das alles zusammennimmt, angefangen bei den Schauspielern, die wir in Deutschland haben, wo es nur eine Handvoll gibt, die ich gut finde und eine weitaus größere Handvoll, die ich weniger gut finde. Also unsere Stars, Til Schweiger und Co., die holen mich nicht hinterm Ofen vor. Im Gegenteil, die jagen mich eher hinter den Ofen. Was nicht zuletzt daran liegt, dass offensichtlich jeder, der irgendwie sich als Künstler bezeichnet in Deutschland oder irgendwas im künstlerischen, kreativen Bereich macht, der Meinung ist, den Rest der Welt missionieren zu können. Das geht mir tierisch auf den Keks. Ich weiß nicht, ob das bei den Amis auch so ist, aber ich habe es noch nicht mitbekommen. Gut, ich verfolge das natürlich auch nicht so. Aber alleine diese Tatsache, die schreckt mich immer so ein bisschen ab, wenn es da um deutschsprachige Filmproduktionen geht. Ansonsten komme ich oft mit der Kameraführung nicht so gut klar, denn das soll alles mega innovativ und künstlerisch angehaucht und was weiß ich nicht sein, aber es, man muss ein Fan von dem Stil sein. Ich hoffe, dass ihr das zumindest ein Stück weit irgendwie nachempfinden könnt und jetzt nicht wieder rumschimpft von wegen, dass ich den deutschen Film nicht schätze. Das stimmt nicht. Es gibt gute Filme, es gibt gute Serien, aber insgesamt würde ich immer das amerikanische Kino bevorzugen und ich würde auch bevorzugt Tickets für einen amerikanischen Film im Kino kaufen. Das muss ich auch dazu sagen. Jetzt reden wir aber wieder viel zu lange. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle dann mal einen Cut, passend zum Film. Wir sehen uns dann morgen wieder und ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr in Berlin seid, ob ihr das Angebot, die Einladung am Sonntag annehmen möchtet, weil wenn ihr auch da seid, kann man sich ja vielleicht zusammentun. Und
Ihr könnt mir auch gerne schreiben, was für deutsche Filme ihr für sehenswert haltet, denn dann schaue ich mir die auch gerne an. Ich bin gerade wieder so in der Filmphase. Ich sitze die ganze Zeit hier, bin am Arbeiten, habe am zweiten Monitor einen Filmlauf oder ein Hörspiel. Das ist super entspannend, denn ich bearbeite Bilder und jeder, der Bilder schon mal ein bisschen tiefgehender bearbeitet hat, der weiß, dass das noch ein bisschen müßig auf Dauer ist. Da ist ein Film nebenbei sehr, sehr motivierend. Aber bevor wir jetzt wieder ewig rumlabern, macht euch einen schönen Donnerstag und wir sehen uns dann im morgigen Vlog mal wieder zu einem stärker politischen Thema. Bis dann!